Ja, servus liebe Kinderautoren, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Es gibt ein faszinierendes Wassertier, das gefällt den Kindern wie euch, das einfach majestätisch ausschaut, schön dahingleitet. Naja, in der Luft kann man sich so drüber streiten, über sein Flugverhalten, ich rede vom Schwan. Also schon in der griechischen Mythologie, Lea und der Schwan, war das schon eine angesagte Sache. Und was auch interessant ist, auf der Themse, dem großen Fluss in Großbritannien, da gehören die Schwäne der Queen, der Königin, auch Themsenliesel genannt. Oder ein weißer Schwan zieht den Kahn, nur als Beispiel. Wir wollen uns heute einen Schwan schnitzen. Dazu braucht ihr ein Stück Restholz, wie hier, das habe ich heimlich geliehen. Einen Stift, Messer, Säge und jetzt hier rein exemplarisch ein bisschen Schmirgelpapier. Wichtig ist, bevor ihr losschnitzt, schaut euch Fotos an mit einem Schwan, geht mit den Kindern raus, schaut euch einen Schwan an und seine markanten Konturen. Der hat so einen schönen geschwungenen Hals und so weiter und so fort. Und was an dem alles noch so besonders ist, auch seine Kopfform. Und diese markante Form bringt dann mit dem Stift erstmal aufs Holz. Weil jetzt einfach da von der Schnauze das raussägen, das wird nichts. Also ihr seid solche Naturtalente, dann könnt ihr was werden. Ich bin es nicht. Also ich lasse mir das jetzt mal aufzeichnen, einen Schwan, und dann sägen wir es erstmal den Rohling aus. Kommt's mit in den Werkstatt. Wie immer beginnt alles erstmal den Schwan zu skizzieren auf unser Holz. Wichtig ist hier, seine markanten Formen zu erfassen, und die sägen wir jetzt aus. Vor uns liegt jetzt der fertige Rohling vom Schwan, und ihr seht selber, kein Schwan schaut so aus. Ja? Nach dem Motto, kein Schwan ruft mich an. Angst habe ich euch zum Sein vom Kopf und dem Hals. Da muss ich wirklich vorsichtig losschnitzen und auch hinten, da wo seine Schwanzfedern sind. Aber wir kriegen das schon hin. Los geht's. Schwan jetzt mal ein bisschen näher an. Ihr seht, hinten wird er schon deutlich schmäler. Hier haben wir schon diese markante Form, damit er auch schön durchs Wasser gleiten kann. Warum mache ich den Kopf jetzt erst zum Schluss? Ganz einfach. Ich habe jetzt hier immer wieder halten müssen, und wenn ich dann abrutsche, kann sein, dass plötzlich dieser dünne Hals abknickt. Das ist nämlich nicht im Sinne des Erfinders, deswegen spare ich mir dieses schwere Teil bis zum Schluss auf. Wenn euch vom Schwan der Kopf abbricht, ärgert euch nicht, mir ist es gerade auch passiert. Na und, dann kleben wir ihn halt fest. So, der Schwan ist soweit fertig und jetzt werde ich ihn noch abschleifen. Unser Schwan, mein lieber Schwan, ist fertig. Also mir schwant ja schon am Anfang nichts Gutes. Ihr seht ja, der Kopf ist abgebrochen, aber den habe ich wieder festgeklebt. So was passiert einfach. Das ist jetzt live, wie der Frank Sinatra gesagt hätte. Das gehört einfach dazu. Also probiert es aus mit den Kindern. Es ist schon eine anspruchsvolle Schnitzarbeit, aber es kommt da was wirklich Tolles dabei raus. Und ihr seht selber, der Schwan macht einen lebendigen Eindruck. Ja, meine Lieben, auf kinderautor.de findet ihr weitere tolle Schnitzideen, Bastelanregungen, Wandertouren, Hüttentouren, was haben wir alles, Kochrezepte, alles selber ausprobiert. Bei uns gibt es keine Mitgliedschaften und Werbung. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren, dann bekommt ihr jeden Tag einen solch tollen Film wie heute, bei dem ihr das Schnitzen mit den Kindern lernt. Habt auch viel Spaß mit den Kindern beim Schnitzen, so wie es ich habe. Macht es gut, pfiat, servus, euer Olli.